Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute ist ein wunderschöner Tag für die gesamte Saale- und Struth-Region. Wir stehen hier in Schulpforten vor dem ehemaligen Zisterzienserkloster. Und heute erhält dieses Kloster mit vielen weiteren Standorten in ganz Europa das europäische Kulturerbe. Damit wird gewürdigt, dass die Zisterzienser die Kulturlandschaft an Saale und Struth gestaltet haben. Nicht nur durch den Weinbau, sondern auch im Obstbau, in der Bildung und in vielen anderen Bereichen. Aber eben nicht nur in Schulpforte, nicht nur in Saale und Struth, sondern in ganz Europa. Und deshalb findet heute in Antwerpen diese Würdigung statt, die Schulpforte, aber eben auch die ganze Region erneut in den Mittelpunkt des Tourismus stellt, aber auch für uns Einheimische viel Stolz auf sich. Und ich glaube, der Oberbürgermeister ist darüber auch sehr erfreut, lieber Armin. Ja, und auch ich freue mich als Naumburger Oberbürgermeister natürlich außerordentlich. Das ist das zweite hochrangige Prädikat, das wir hier erhalten nach dem Naumburger Dom als Welterbemonument, nun dieses europäische Kulturerbe-Siegel. Diese europäische Dimension, glaube ich, ist auch ganz wichtig für uns. Sowohl in Saale und Struth als auch in ganz Mitteldeutschland. Und ich denke und bin da sehr optimistisch, dass wir in naher Zukunft dann auch viele internationale Gäste in der Region, in der Stadt begrüßen dürfen. Das wird uns gut tun. Und ich glaube, lieber Götz, vielleicht machen wir uns auch mal auf einen Teilweg dieses Zisterzienserweges und schauen uns das an. Nachbarkloster auch noch mal gemeinsam an. Das wäre mal ein schöner Ausflug für uns. Vor allen Dingen müssen wir nach Ebrach, denn der Landkreis Bamberg hat fleißig das Kulturerbe-Siegel vorangebracht mit seinem Kloster. Und da suchen wir die Partner gerne mal auf. Also sehr guter Tag heute, gut für uns, gut für die Region. Europäisches Kulturerbe-Siegel für Schulpforte und den Zisterzienser.